etwas zu sprechen, das kannst du einfach, glaube ich, so tun. Probier mal eben. Also deine Maus können wir schon mal sehen. Ja. Die ist da. Oh, Alter, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Jetzt fliegt da hier alles weg. So, jetzt pass auf. Sprich mal. Geht's jetzt? Ist besser so? Monster Jörg. So, jetzt waren wir gerade komplett raus. Dunner. Okay. Also ich höre dich ganz schlecht oder gar Okay. nichts. Jetzt höre ich dich Dann wieder. versuche ich es nochmal, ob das alles okay ist. Also ich höre dich jetzt. Warum sehen wir dich nicht? Hast du irgendwie Kamera aus? Nein, die habe ich jetzt an. Jetzt sehen wir dich auch. Mr. Eddie. Aus dem Eddie. wunderschönen Dänemark. Guck mal hier. Eddie im Wohnmobil unterwegs, um Skandinavien einzuverleiben. Guck mal hier. Das ist Warne fantastisch. Studio. Ja, genau. Okay, also das funktioniert schon mal. Das ist super. Ich darf kurz anfangen, liebe Leute. Jetzt sagt mal ganz kurz, könnt ihr uns beide sehen? Könnt ihr uns beide hören? Ist das alles in Ordnung? Ach, das ist ja klasse. Das nenne ich A, imperatives Arbeiten und B, ist das absolut perfekt. So, weil ich kann ihn auch sehr gut sehen. Also die Qualität ist hervorragend. Okay, also voll schön, Marie. Genau. So, lasst uns starten. Ganz kurz einen Rückblick, lieber Eddie. Guck mal, da habe ich noch uns beide in voller Schönheit für den heutigen Abend. Und ja, ich glaube, ihr alle habt ein ganz bisschen mitbekommen, dass das total verrückt ist, was wir hier in den letzten Tagen fabriziert haben. Ich möchte das ganz kurz nochmal belegen, einfach damit ihr alle mal seht, was passiert. Wir wissen alle, dass wir, oder meine Wenigkeit, vor 16 Monaten, vor 15 Monaten begonnen haben, hier in diesem Business zu arbeiten. Die ersten 3 Monate nebenberuflich. Im März habe ich dann offiziell dann gesagt, ich arbeite in diesem Business. Das heißt, 12 Monate jetzt Fulltime hier in diesem Geschäft. Was jetzt passiert ist, ist ziemlich verrückt. Wobei ich das jetzt gleich ein bisschen revidieren muss, weil ich einen Call mit dem Russ hatte, nachdem ich das ausgerechnet hatte. So, weil ich habe in meinem Backoffice und habe nachgezählt, also ich zeige euch das gleich mal, das dauert eine ganze Weile, wenn man das überprüfen möchte, 611 Cycle, ja, die man da so nachzählt, was einen Gesamtbonus ausmachte von 122.200. Dann habe ich gerechnet pro Cycle nochmal 80 Dollar Matching Bonus die Cycle. Das war diese Summe. Und dann haben wir grob geschätzt nochmal den Level-Up-Bonus. Auch da kannst du keine genauen Zahlen nennen. Du kannst halt immer sagen, damit ein Cycle passiert, müssen 2.500 Umsatz laufen in einem Bein. Da aber nicht bei allen das Powerleg schon komplett voll ist, haben wir da so einen Durchschnittswert genommen. Dann habe ich aber mit dem Russ darüber gesprochen, nachdem ich das hier ausgerechnet habe und echt stolz war auf meine mathematischen Fähigkeiten, habe ich dann, sagte der Russ, ja, aber du siehst doch bloß in deinen 8 Generationen die Cycle aufgrund des Matching-Bonus. Da habe ich gesagt, ja, da hast du recht. Da habe ich gesagt, wie viel waren es denn insgesamt? Da sagt er, kann ich dir nicht sagen, aber es waren viel, viel mehr. Weil ich sehen kann anhand meiner geblockten Credits, konnte ich sehen, dass gigantischer Umsatz gelaufen ist. Und deswegen grob geschätzt, haben wir am letzten Freitag, wo wir das erste Mal die GPUs-Anteile kaufen konnten, haben wir grob geschätzt zwischen 500.000 und 600.000 an Umsatz gemacht, hat Russ grob überschlagen. An Provision, nicht an Umsatz, Leute, an Provision verdient. An Provision verdient zwischen 500.000 und 600.000. Ich belasse das jetzt bei der Zahl, weil das Zahlen, die ich belegen kann in meinem Backoffice. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist so verrückt. Ja, weil ich glaube, dass es keinen Vertrieb draußen gibt, der so etwas schon mal realisiert hat, wie das, was wir hier gerade erleben.
Das war so kurz bevor dann die Abrechnung kam, war das so mein Backoffice. Ihr seht, übercycelt, alles übercycelt quasi. Und hier oben waren im linken Bein irgendwie 1400 Credits geblockt und in dem anderen Bein 1200. Nee, in den 2400, in den anderen 1200. Ja, geblockte Credits, ja, also die quasi mehr hochgelaufen sind als die 150, die ich als Maximalauszahlung in der Monsterposition bekommen kann. Und dann habe ich das mal überprüft, weil ich habe insgesamt $9.600 Cycle-Bonus an dem Tag bekommen. Ich habe insgesamt in meinen vier Hauptkonten, ja, ich bin jetzt nicht jedes einzelne Konto durch, da ist garantiert auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber ein Matching-Bonus von $8.000, ein Level-Up-Bonus von $9.700, das ist eine Tagesprovision von 27.000. Ich muss sagen, ich hatte echt Schwierigkeiten, an dem Tag das Grinsen aus dem Gesicht zu bekommen. Das muss ich wirklich, ist unfassbar. Ja? Und was ich an dieser Stelle kurz machen möchte, ich möchte einfach mal ganz kurz in das Backoffice reingehen, nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, dass wir das ja auch alles immer gerne belegen und damit ihr mal seht, wie wird es bei euch aussehen? Weil im Grunde bin ich den meisten von euch einfach nur einige wenige Monate voraus und ja, deswegen möchte ich euch einfach einen kurzen Einblick in das geben, was bei euch passieren wird, denn das, was wir rein investmenttechnisch gerade erleben, wenn unsere Ethereum-Anteile einfach nur so weiter durchlaufen, wie sie aktuell laufen, all diese Dinge, die wir gerade erleben, dann muss ich sagen, werden die nächsten Aktionen, wenn wir irgendwann 10 oder 20 Millionen an Shares anbieten, die werden noch viel wilder werden als das, was wir gerade erleben. Ich gehe jetzt mal hier kurz, und zwar, ich bin jetzt hier in den Binary Commissions, ja, die habe ich schon mal aufgemacht, ich werde das nochmal gerade aktuell laden, sondern das war jetzt alleine gestern, ja, der 1.4., ja, das war jetzt also kein April-Scherz, guckt euch das mal bitte an, ja, der eine oder andere wird dann sicherlich mal sein Username dort sehen, aber guckt euch das hier mal an, das ist ja alles der 1.4., ja, also das war jetzt am Tag nach der umliegenden Party, guck mal hier, 800 in dem Account, Cashflow, 600 in dem Account, 400 in dem Account, nochmal Cashflow mit 800. Und ihr seht hier Namen so oft, also ich kenne die Namen nicht, aber ich weiß, dass hier einige dabei sind, die sich in den zwei Tagen sicherlich 10, 12, 15.000 verdient haben. Guckt euch das hier an und ihr seht dann überall auch immer wieder oftmals die gleichen Namen. Das ist aber alles nur gestern gewesen. Ja? Also guckt euch diese Zahlen an. Ich glaube, das ist total verrückt. Besonders wenn ihr dann seht, was man mit Matching-Bonus machen kann. Ja, also ich meine, ich habe ja den Matching-Bonus echt total unterschätzt, aber guckt euch das mal an hier. Die Pitonen haben wieder zugeschlagen, Dream Team World hat wieder zugeschlagen da oben. Dann hier, also ja, eigentlich quasi alle. Ihr, mein Freund aus Österreich, sehr, sehr schön, freut mich ganz besonders drüber. Läuft, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. So, dann guckt euch das mal an hier. Ja? So, und hier geht der 31. los. Und der 31., liebe Freunde, guckt euch das mal an, das waren hier Seite 6, Seite 7, Seite 8, Seite 9, ihr seht immer hier, 31.3. Guckt euch das an, was hier für ein Film abgelaufen ist. Ich mache das ein bisschen langsamer, damit ihr mal seht, was für Summen hier. Starlight 1, 600 in dem Account, 1000 in dem Account. Guckt euch das an. Hier 800. Es geht weiter. 31. Guckt euch das an. Guckt euch diese Zahlen an, was hier ausgeschüttet worden ist, weil, Leute, wenn ich hier 50 stehen habe, ist hier eine Provision bezahlt worden von $1.000. Wir haben noch 5% Matching-Bonus. Ja, auf das, was die Leute verdient haben, Cashflow, wieder Cashflow, ja, guckt euch das an, mit 12. Und jetzt guckt euch das mal an, das ist immer noch 31. Schaut es euch einfach an, lasst es wirken und fragt euch, ob es da draußen auch nur annähernd irgendeine Firma gibt, die mit einem seriösen, langfristigen Modell auch nur annähernd, guck mal hier, Earth Angel, alter Falter! Junge Dame ist übrigens Single, darf ich an dieser Stelle sagen. Habe ich letztens festgestellt. $2.400 plus. Es ist so wahnsinnig und ich freue mich so sehr zu sehen,
Wer hier richtig alles zugeschlagen hat, das ist verrückt. Und guckt euch das an. Und das ist Seiten über Seiten. Es hört überhaupt nicht auf. Ja? Guckt es euch an. 31. Und immer sind wir nicht am Ende. Und wir haben alle übercycelt. Phantom, freut mich das. Ihr könnt euch das nicht glauben. Ja? Hier und wieder 50.000. Und hier, guck, 31. Immer noch. Komplette Seite 31. Oh Mann, das ist, ich scroll mir hier einen Wolf und ich konnte das alles gar nicht glauben, was hier passiert. La Familia, der Pate, 800, 1600, alles ein und dieselbe Person. Ja, also ich weiß, das kriegen die auch über 5000 hier, verdient dann an dem Tag. Und immer noch 31. Immer noch. Und hier ist dann Feierabend. Hier ist dann Feierabend. Es ist so verrückt, was hier für Zahlen gelaufen sind. Man kann es nicht glauben, was hier passiert. Und was ihr vielleicht festgestellt habt, ist, dass auch die Anteile, die wir erworben haben, dass die sogar schon ausgeschüttet haben. Ja? So, jetzt kommen wir zurück zu diesen Folien. Ich mache gerade mal den Chat auf und ihr könnt mir alle sagen, ob euch das Spaß macht, was wir hier tun. Gebt uns mal ein kurzes Feedback. Ist das irgendwie Schnappatmung? Wer braucht jetzt gerade... Du Geldgeier. Ich weiß, wer das geschrieben hat. Spaßvogel. Mhm. Es ist verrückt. Es ist total verrückt. Und das Schöne ist, wir wissen, dass mit dem, was wir hier tun, unsere Investoren, jeder von euch, der hier investiert hat, ich habe mir selber nochmal 30 Anteile dazu gekauft, habe ich zu viel gepokert. Ich wollte noch am dritten Tag, ich habe den zweiten Tag noch mitgenommen und wollte am dritten Tag, habe ich gesagt, holst du dir auch nochmal den Zeitbonus und dann 5 Minuten vor der Abrechnung haben wir gesagt, sind keine mehr da. Passiert, so hoch gepokert, aber es ist ja nur extrem lukrativ, was wir gerade erleben. Wir liegen aktuell, so irgendwo hätte ich euch auch noch zeigen können, zwischen 10 und 12% Netto-Rendite pro Monat. Pro Monat. Und ihr habt es in den Newsletter gelesen, diese ganze Geschichte läuft locker 20 Jahre. Das heißt, in irgendwie 10 Monaten seid ihr beim Return on Invest und danach ist der Drops gelutscht, dann läuft das Ding einfach nur weiter. Okay, aber ihr Lieben, ich möchte, das sollte nur eine kurze Vorrede sein, um euch einfach nochmal zu zeigen, was ist hier gerade passiert. Nichts, auch nicht zuletzt aufgrund dessen, was auf unserem Power Day in Königswinter auf dem Petersberg passiert ist, weil da hat mein lieber Freund und eineiiger Zwilling, ihr wisst das, Eddie und ich sind Zwillinge, selbst unsere Eltern haben große Probleme auseinanderzuhalten. Und weil Eddie etwas angefangen hat am Anfang, wo ich immer gesagt habe, Eddie, du machst einen Fehler. Du erinnerst dich noch an Eddie, wo ich das gesagt habe zu dir? Genau, ganz genau. Da habe ich gesagt, Eddie, du machst einen Fehler. Und dann hat er gesagt, Jörgi, lass mich mal meine Fehler machen. So, und ich habe immer gesagt, Eddie, du musst breit bauen. Also ganz, ganz viele Leute ins Geschäft bringen und sponsern, was meine Strategie ist. Ja, ich stehe gerne auf ganz, ganz vielen Beinchen und die Strategie funktioniert ja, wie wir sehen. Aber Eddie ist zum Beispiel der einzige Master, der mit 3 Frontlinern Masterbilder geworden ist. Und Eddie arbeitet mit seinem Team extrem intensiv und er hat ein Konzept aufgestellt, wie er mit großen oder ja, mit Investoren arbeitet und dann natürlich auch mit großen Investoren. Die Zahlen, die wir haben, die überzeugen natürlich total. Aber ich möchte jetzt das Wort an dich abgeben, lieber Eddie, weil in dem Bereich habe ich so viel gelernt von dir und alte HMI-Schule. Ja, muss man sagen, Eddie arbeitet nur von zu Hause. Manchmal setzt er sich mal in ein Wohnmobil und bereist die Welt, ja, und ist dann auch unterwegs und macht die Leute verrückt. Aber ansonsten macht er es zu, ich sag mal, 99% per Skype. Nur online. Und bitte gib uns einen Einblick, wie du das auf dem Power Day schon gemacht hast, Eddie, weil ich glaube, die Leute sind echt begierig darauf zu erfahren, warum du in wenigen Wochen Millionen eingesammelt hast. Ja, okay, liebe Freunde. Hört ihr mich alle? Ich mache den Chat mal auf, dann können wir das von allen nochmal hören. Kurz Bescheid, ob ihr mich hört. Oh, das hört sich ja gut an. Okay.
Weder zu laut noch zu leise, sehr gut. Stopp, genug. So. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, ich sitze hier, wie ihr wisst, hier in Dänemark. Und wie Jörg schon gesagt hat, normalerweise arbeite ich von zu Hause aus. Diesmal habe ich mich dann entschlossen, nach Dänemark zu fahren, um einer von meinen Mastern zu helfen, der Dore, und auch mal zu schauen, was hier noch möglich ist, in Skandinavien zu machen. Weil ich habe bemerkt, Skandinavien ist auch ein Land, wo unglaublich Möglichkeiten sind. Die Leute haben wirklich sehr viel Geld, ja, und sie wissen eigentlich nichts damit anzufangen, ja, auf jeden Fall nicht das Richtige. Und da ich alte HMI-Schule bin, wie Jörg sagt, bin ich ein sehr hilfsbereiter Mensch und helfe ihnen dazu, das Geld richtig anzulegen. Die, wo in Petersberg dabei waren, in Königswinter, haben ja miterlebt, wie ich so mein Geschäft aufgebaut habe. Und es ist richtig, wie Jörg sagt, er hat zu mir am Anfang gesagt, Eddie, das ist verkehrt, geh mach so wie ich, arbeite auf diese Art und mit der Duplizierung und so weiter. Ich muss eins dazu sagen, weder das eine noch das andere ist verkehrt. Ja? Wir haben all die Möglichkeiten. Mir liegt das Geschäft auf diese Art, wo ich mit Investoren arbeiten will, mehr wie vielleicht mehr im Netzwerkbereich. Ich gehe ja hin und habe ein großes Netzwerk. Ich rede mit den Leuten, ich weiß auch, dass die Geld haben. Und daher habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man die ins Boot mit reinholen. Ein Investor, egal in Wirklichkeit, wie viel Geld er hat, ja, er ist immer daran interessiert, dass er sein Geld so sinnvoll wie möglich anlegen tut, dass er so gute Rendite hat wie möglich. Und ja, dazu habe ich ein Konzept gemacht und verhelfe ihm dazu und zeige ihm, wie das funktioniert. Und das hat sich bewahrheitet. Dadurch konnte ich ganz schnell mein Master machen. Und wir haben dann am gleichen Tag noch die Dore nachgezogen und jetzt habe ich ihn Jan noch dabei. Und wir arbeiten alle auf diese Art und es macht auch wirklich Freude, weil es ganz klar, wenn du heute jemanden reinbekommst, der anstatt, lassen wir dreimal 500 oder ein 7er Konstrukt mit je 500, er steigt dann ein mit Summen, also 10.000, 50.000, 100.000 und mehr, ist es natürlich interessanter. Ja? Und daher die Konstrukte, was ich da gebaut habe, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Jetzt muss ich mal weiterklicken und dann geht's hier weiter. Richtig, sehr gut. Da, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ist natürlich darüber, für was die Position Bilder, Pro-Bilder, Master-Bilder und Monster-Bilder sind. Und die sind ja nicht aus ungefähr entstanden. Damit ist ja eine Meinung, ist ein Sinn damit. Und die Firma hat es ja ganz clever gemacht. Also ich sehe da ganz klar, je mehr Bilder man hat, desto schneller wirst du Pro-Bilder. Je schneller Master-Bilder zu werden, brauchst du bloß mehr Pro-Bilder und so weiter. Und ich habe dann so diesen Konstrukt gebaut, Zehntausende Bilder zum Beispiel. Du brauchst ja 10.000 in deiner Organisation. Jetzt ist aber so bei Investoren, die Investoren sind nicht so im Netzwerk interessiert. Deswegen, ich spreche nie über das Network Marketing. Das, was ich zu den Leuten sage, ich empfehle ihnen, die Videos anzuschauen, speziell den über Bitcoin und über den BitClub. Und bitte sie darum, auch die Fragen aufzuschreiben, was sie haben. Und die Fragen werde ich dann beantworten. Und das ist so mein Vorgangsweise. Dann dauert es ein paar Tage und dann kriege ich Bescheid. Du, Eddie, ich habe die Videos angeschaut. Jetzt habe ich ein bisschen Einblick, was Bitcoin ist und auch so ein bisschen mit BitClub. Und ja, wie kommen wir jetzt weiter? Sag ganz einfach, stell mir deine Fragen und dann kommt von mir aber auch sofort, sag, wenn ich dir jetzt deine Fragen zufriedenstellend beantworten du, haben wir dann einen Deal? Und dann sind natürlich die sagen, was meinst du? Sag, haben wir dann können wir es ausmachen, dass du einsteigen musst? Darum geht es eigentlich. Und ich will nur eine Bestätigung haben, wenn ich ihn auf die Fragen antworten will, dass das okay ist. Ja? Und da ist dann so, die meisten sagen dann natürlich, ja, machen wir dafür, sind wir zusammen.
Und wenn ich jemanden habe, der zu mir sagt, nein, Eddie, das will ich doch nicht, sage, okay, dann höre ich auch auf, sage, vielen Dank für das Gespräch und fertig, das war's. Ich bin einer, ich gehe nicht hin und verkaufe mich unter den Wert. Ich habe hohen Respekt vor der Freizeit, von der Zeit, was man hat. Meine eigene Zeit und natürlich auch der anderen Menschen ihre Zeit. Und deswegen will ich auch eine klare Antwort haben. Und wenn er dann sagen tut, ja, okay, wenn du die Fragen dementsprechend beantworten musst, dann sind wir im Geschäft. Sehr gut. Und dann erkläre ich ihn, ich rede immer um große Zahlen. Und weil die Fragen, was er hat, ja, die erste Frage bei den meisten Investoren ist die, was ist die Rendite, was verdiene ich dran? Und dann sage ich ganz einfach, stelle vor, du hast 100.000. Die 100.000 bringst du rein hier in diesem Geschäft, wir bauen Konstrukt. Innerhalb von den 1.000 Tagen hast du die 100.000 auf jeden Fall verdoppelt. Das ist meine Ausgangssituation. Dann ist natürlich so, dann schauen Sie erst mal, sagen, ist das richtig? Sage ich, ja, natürlich, okay. Dann fragen Sie noch, ja, aber was habe ich an Sicherheit drin? Kannst du mir das garantieren? Sage ich, du hast die gleiche Sicherheit hier, wie du in deiner Bank hast. Und dann werden Sie natürlich, der eine sagt, aha, ja, aber wie? Dann sagen auch welche, sagen, ja, aber in der Bank habe ich ja keine Sicherheit. Sage, eben. Und mehr musst du nicht sagen. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr nicht zu viel drüber redet, nicht zu viel. Je mehr ihr selber redet, desto mehr Fragen wirft ihr auf. Ich kann dann auch gleich mal ein kurzes Beispiel geben, mit einem Partner hier in Dänemark. Das war letzte Woche. Mit einem Typen sich, was weiß ich, wie oft getroffen und stundenlang zusammengesessen, 5 Stunden lang und so weiter alles. Und kam einfach nicht weiter. Und dann hatten wir ein Meeting hier am Donnerstag und da war der Typ da und habe mich mit ihm unterhalten. Sagt, was hast du an Fragen? Hat ein paar Fragen gehabt, die habe ich zufriedenstellend beantwortet und gesagt, und wie schaut's aus? Ja, ist okay, machen wir. Und der steigt mit 100.000 ein. Und das wird jetzt fix gemacht. Ich bin jetzt morgen wieder dran. Und so muss das Geschäft laufen, nicht anders. Weil wenn ich hingehe und diskutiere, irgendwas mit der Bank, mit Sicherheiten und ja, und wir sind da schon ein bisschen besser und so weiter. Ihr wirft nur Fragen auf. Kurz, knackig und zack, bumm, weiter. Ja? Und es sind auch die Typen gewohnt. Ja? Und bei denen dreht es ja nur um die Rendite und die Sicherheit. Aber das Beste, was dann kommt, was ich auflehne, das ist die Anonymität. Und da ist ja meine Erfahrung, egal wie viel Geld die Leute haben, jeder ist daran interessiert, dass er anonym ist. Ich war gestern auf eine Party eingeladen, da war das Gleiche, habe ich sehr gute Leute kennengelernt. Und da kommt jetzt ein junger Bursche, der kommt jetzt mit rein. Und da hatten wir auch das Thema, ja, eben mit Sicherheit und mit Anonymität. Ja. Und jeder kann sehen, auch hier in Dänemark, dass du hast keine Sicherheit mehr in deiner Bank. Dann habe ich zu ihm gesagt, stell mal vor, weil in Dänemark ist ein Land, wo sehr viel mit Steuern ist, also Minimumsteuer 50, 60%, das ist schon heftig. Und da ist halt dann so, wenn die dann hören, dass du hier ganz anonym bist im BitClub, das gefällt jedem. Und darum geht es eigentlich auch. Und wenn wir jetzt diesen Konstrukt anschauen, dort mit den 10.000, ist auch ein bisschen Sinn dahinter, weil für mich geht es darum, rauszufinden, was die investieren wollen. Ja? Wenn ich heute jemanden frage, du, wie viel Geld hast du, was willst du investieren, kriegst du nie eine ehrliche Antwort. Deswegen musst du mit Bildern arbeiten, einfachen Wörtern, einfachen Sätzen. Und da gehe ich hin, zeige ihm dieses Konstrukt hier, wie er sieht. Ja? Du brauchst, wie gesagt, einen Umsatz von $10.000. Als Bilder brauchst du auch 5 direkt und von jedem von den direkten muss 2 direkte produziert haben. Das, was ihr hier seht, zum Beispiel in blau-grün, das sind die direkten vom Hauptaccount. Da habe ich 9 gemacht. Ich habe da 9 gemacht, nicht nur die 5, aufgrund welchen Umsatz auf der einen Seite, aber auch ab der 9. Position, alles, was da dann registriert wird, ja, ist ja schon im Team 4. Und das bedeutet also einen Bonus mit 8%.
Und davon wissen die ja noch gar nichts. Da habe ich ja noch gar nichts erzählt. Wenn die mich dann fragen, wenn die so ein Konstrukt sehen und sagen sie, ja, wieso soll das so sein oder was stellt das dar, dann sage ich, das, was ich machen tue für dich, das ist Gewinnoptimierung. Ich zeige dir das, wie ich das bei mir gemacht habe. Und da hast du den meisten Erfolg und verdienst das meiste Geld damit. Und mehr muss dazu auch nicht gesagt werden, also wiederum nicht so weit ausschreiten. Das akzeptieren die, wenn du zu ihnen sagen musst, das ist wegen der Gewinnoptimierung und fertig. Und dann gehe ich aber weiter zur nächsten Folie, weil ich will ja nicht bei den 10.000 stehen bleiben. Dann gehe ich zur 40.000 Dollar. Das ist nochmal der gleiche Konstrukt, aber mit dem Unterschied, dass ich den Hauptaccount zum Beispiel mit 3.500 drin habe und die anderen auch, also von 1 bis 19 auch alle 3.000. Ne? Die blauen, das wir sagen, die direkten von 1, 2, 3, 4, 5, die sind alle 500 Dollar. Und das, was ich auch da gleich machen du, wie ihr seht, ich rechne immer gleich aus, was die so sehr, was die an Gewinn haben. Und was die investieren tun, weil das ist auch immer die Frage, was kostet mir das? Und dann sage ich ihm, weil die Frage kommt. Und die meisten Menschen, wenn die mit sowas fragen, die haben immer Angst davor, was kostet mir das? Dass es teuer wird, sage ich, es kostet gar nichts. Weil das, was du machen tust, du machst ein Investment. Und jeder Mensch, egal wo auf der Welt, weiß, was ein Investment ist. Investment ist immer was, was ich für mich mache. Ja? Wo ich damit Geld verdiene. Und deswegen gehe ich nicht hin und sage mit Kosten, ja, sondern das kostet nichts, sondern das ist ein Investment. Und ich sage schon, du investierst 40.000 drin, 40.000 Dollar. Und dann wiederum durch den Aufbau, wie wir hier haben, ist es so, dass die sofort durch die Cycles, was sie machen und den Bonus, was sie bekommen, bekommt die 3.445 Dollar in Gewinn. Und das sind die meisten so davon überrascht, weil ihr müsst euch vorstellen, ich helfe den Leuten ja von Anfang an. Ich nehme es in die Hand, wenn wir im Gespräch sind und er sagt okay dazu und das sagt, die meisten sagen okay, lass uns gleich anfangen. Ich mache das generell mit der Gmail-Adresse, sagt, das machen wir so, sucht den Namen aus, Bitcoin-König. Aus Westfalen zum Beispiel, keine Ahnung woher, und dann @gmail.com. Und dann findet der Name raus, wir tun das einrichten, ich helfe ihm dabei. Es gibt ja Leute, die sind nicht so gut dazu. Dann haben wir das fertig, haben die eine E-Mail und dann fangen wir schon an zum Bauen. Ja? Und natürlich ist auch so, in so einer Situation, man muss immer aufpassen, dass man da nicht zu so viel in die Beratertätigkeit reinkommt, Tätigkeit reinkommt. Ich mache ihn auch darauf aufmerksam, das, was ich mache, das ist das, was ich selber gemacht habe. Ich helfe ihm nur, dass er da nicht irgendwie einen Fehler macht. Und da ist dann auch nie irgendwie was, da gibt es kein Problem damit. Das, was dann ist, dann sieht er auf einmal, wir haben jetzt von seinem Hauptaccount, da haben wir das Geld oder die Bitcoins hier hochgeladen und wir bauen die Position. Wichtig ist immer zuerst, die 99er zu bauen, das Konstrukt zu bauen. Und da empfehle ich immer, dass man zum Beispiel, wenn das jetzt hier die Powerline ist von deinem Sponsor oben, ja, dass er dann, also oder deine Powerline ist, dass der Längsschenkel auf diese Seite hinkommt. Dadurch hat er nämlich mehr Positionen, wo die Credits aufsammelt wird von unten. Ja. Und dann auf der anderen Seite ist eigentlich das, wo er dann, wenn er dann zu mir sagt, hinterher, und das sagen die meisten, wo dann sagen wird, ja, du, ich habe einen Bruder oder ich habe einen Kollegen, das könnte auch interessant für den sein und mein Kompagnon, sagt es gut, dann bekommst du auch Provision. Dann sind die schon selber im Network Marketing drin. Wie gesagt, ich habe bis jetzt noch kein Wort über Network Marketing erzählt. Ich habe kein Wort erzählt über Blockchain und Fachausdrücke, das verstehen die nicht. Ja? Man muss das immer einfach halten. Und dann. Wie viel sagst du überhaupt zu dem Investment, was mit dem Geld gemacht wird? Gehst du da detailliert drauf ein oder?
sagst du nur, wir investieren in Hochleistungsrechner und das sind die Renditen? Ja, ich sage zu ihm, wie es du ja mitbekommen hast, weil der hat sich ja, wie gesagt, Videos angeschaut und weiß Bescheid und sagt, wie du weißt, das Geld, was du investieren musst, investierst du in Hardware, in Hochleistungsrechner. Ja? Du hast halt auch die Leute, wo ab und zu mal fragen, wie muss ich das verstehen? Das ist eine ganz andere Frage. Wärst du interessiert, in der Autovermietung drin zu sein? Ja, auf jeden Fall, ist ein gutes Geschäft. Sag, gut, was brauchst du dafür, um Autos zu vermieten? Dann schaut sich an, ganz blöd, ja, natürlich ein Auto, sag, eben. Ja. Und wenn du Bitcoin produzieren willst, dann brauchst du Hochleistungsrechner, weil diese Hochleistungsrechner, die produzieren die Bitcoins. Aha, gut. Immer, nie, ihr müsst eins lernen, ihr müsst sofort auf Augenhöhe sein. Ja. Nie irgendwie den Oberlehrer spielen, ganz und deswegen einfache Worte und kommen mit keinen Fachausdrücken. Ja. Das wollen die alle gar nicht, das brauchen die nicht. Ja? Und geht in keine Diskussion ein. Gibt ihnen recht. Ja? Ich komme da noch ein bisschen später. Das ist, auf jeden Fall baue ich dann das Konstrukt mit denen so zusammen und dann ziehe ich auch, dass er jedes Mal, wenn wir das Konstrukt gemacht haben, jetzt haben wir zum Beispiel den 99 Dollar gemacht, und dann füllen wir auf. Ja? Und irgendwann bemerken die, ey, wir haben jetzt schon so viel anbezahlt, aber irgendwie wird das nicht weniger. Dann sagt, ach, du lieber Gott, habe ich ganz vergessen. Das sind ja schon deine Provisionen, was hochkommen. Wie, was? Sag, ja, so und so und so. Na, okay. Dann sind sie positiv überrascht. Ja. Und das ist immer das Wichtige, dieser Aha-Effekt. Und ja, wenn wir dann fertig sind und so weiter, ja, dann ist es gut und die haben ein gutes Gefühl. Und am Ende des Gesprächs, 100% und oft schon im Laufe der Zeit, wo wir das machen, sagen sie, du, wie mein Kompagnon, ich glaube, dir wäre daran interessiert. Sag, klasse, dann lass uns was ausmachen. Und du bekommst natürlich auch Provision, weil das ist ja dein Partner dann. Mehr sagen. Vielleicht kann man da irgendwie ganz kurz sagen, weil du hast ja hier 20 Accounts gemacht, richtig? Ja, ganz genau. Und das sind 20 Accounts. Und wenn die Leute 20 mal 99 bezahlt haben, sind das ja 2000 Dollar, die sie im Prinzip investiert haben. Und die sind ja nur, um die Accounts aufzubauen. Und der eine oder andere sagt dann wahrscheinlich, okay, wofür habe ich das ausgegeben? Dann kommt aber der Gewinn hier zurück. Und im Prinzip haben die ja die ganzen Mitgliedschaften, sind ja dadurch schon wieder zurückbezahlt, plus noch ein dementsprechender Gewinn. Weil das hatte ich in der letzten so erklärt. Das fand ich auch eine ganz tolle Geschichte. Ja, weil es bleiben mir 1500 Dollar übrig. Geh du mal in der Bankrunde und trag mal Kohle runter, 40.000, ja? Und mach gleich einen Gewinn. Das gibt es nicht. Das sind ja diese einfachen Sätze, was ich brauche und diesen einfachen Wörter und vergleicht es dann, wenn was ist. Wenn ich sage, wow, wie ist das möglich? Sag ich, das ist so bei uns. Ja? Sag, das hast du in keiner Bank der Welt. Ja? Gib dir mir recht. Mehr will ich hier gar nicht haben. Ich hole mir im Gespräch immer die Bestätigungen. Ja? Und ich kann jetzt vielleicht auch kurz dazu sagen, weil es kommen ja natürlich auch gewisse Einwände oder die sagen dann auch, ja, aber ich habe Aktien, ja, dann geht nicht hin und sagt, das ist ein Blödsinn, das rechnet sich nicht, ja, sag einfach, klasse, super, nichts verkehrt gemacht, so, darum geht's eigentlich, dann ist er froh, er bekommt recht, er verliert sein Gesicht nicht, weil jetzt kommt Fahr das Hammer und dann kriegt er sowieso eins auf den Deckel, weil ich sage ihm dann auf eine freundliche, charmante Art, sage ich, wann hast du was von deinen Aktien? Ja, wenn sie steigen, sage ich eben, jeden Abend liegst du im Bett und betest, bevor du schlafen musst, dass die Aktien steigen, ist gut. Jetzt wollen wir nicht dran denken, dass die auch mal abkacken können, genauso wie bei Volkswagen, was eigentlich eine ganz vernünftige Firma ist, aber halt auch voll mit Verbrechern ab und zu, ist halt mal so. Und dann sagt er, ja, hast du recht, ja. Wenn sie steigen, sag gut. Und wann hast du dann dein Geld? Also, jetzt siehst du gestiegen auf das Doppelte, lass mal so sagen. Ja, muss ich sie verkaufen? Sag, super. Jetzt hast du die Aktien verkauft. Du hast sehr viel Geld. Was machst du dann mit dem Geld? Ja, da kaufe ich das, mach jenes. Okay. Und dann? Ja, was dann? Sag, ja, dann hast du nichts mehr. Ja, aber sag, ja, eben. Und bei uns ist es ganz anders. Du investierst in Hochleistungsrechner, in die Hardware. Du produzierst jeden Tag Geld. Und wenn ich heute 2.000, 3.000 ausgebe,
Also bloß als Beispiel, ich habe jetzt das super Wohnmobil hier, das kostet so 1500 Euro für die Woche her, plus Kleinigkeiten dazu, ist auch wurscht. Ich sitze im Auto drin, ja, und um 20 Uhr oder 21 Uhr mitteleuropäische Zeit, weiß ich schon, fange ich schon zum Lachen an. Das Auto hatte nichts gekostet, weil ich habe Abrechnung bekommen. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, der, wo seine Aktien hat, ja, die sind weg. Die Kohle ist weg. Hier, wir verdienen jeden Tag Geld. Das Gleiche, wenn einer sagt, ich habe in Gold investiert, sage auch, super, nichts verkehrt gemacht. Ja. Lass uns treffen im Flughafen. Morgen hauen wir ab. Die Merkel ist uns zu viel. Gut, machen wir. Sag, 10 Uhr sind wir Flughafen, 12 geht der Flieger. Ja, okay, alles klar. Sag, weißt du was? Du nimmst deine Goldbahn mit und ich nehme meine Visa-Card mit, wo ich meine Bitcoins habe. Ja, machen wir. Gut. Sag, und eins sage ich dir jetzt schon, du kommst durch die Kontrolle nicht durch, weil die fragen dich, was du mit deinen 10 Goldbahnen hier machen musst. Ob die bezahlt sind von versteuerten Geldern und so weiter alles. Ach, du steckst fest in die Sicherheitskontrolle im Zoll. Ich nicht. Ich wink dazu mit meiner Visa-Card und sitze schon im Flieger. So, wichtig ist, wie gesagt, wenn sie mit sowas kommen, ich habe das gemacht, habe eine Immobilie gekauft, das immer sagen, richtig nichts verkehrt gemacht. Und dann erzähle ich ihnen aber den Vorteil von unserer Geschichte. Und das verstehen sie dann auch. Und auch wiederum in einfachen Wörtern. Jetzt machen wir hier ein bisschen weiter. Wie gesagt, jetzt haben wir das gebaut und ich habe Ihnen das gezeigt, so ein bisschen erklärt. Das ist das 40.000er. Und dann zeige ich ganz kurz noch, das für ein Probilder, das, oh, das für den Probilder mit 50.000. Und das zeige ich nur ganz kurz und sage, man hat auch andere Möglichkeiten und so weiter, um noch weiterzukommen, weil man bekommt da auch noch extra Provisionen, Bilder und Probilder und so weiter. Sagt, okay, gut, sag ja, das gibt dann 1% hier, 2% da. Und dann gehe ich aber wieder zurück. Ich zeige es nur ganz kurz, weil das ist schon sehr komplex. Dann gehe ich aber wieder zurück auf 4.000. Ne? Und zuvor in den Gesprächen habe ich immer erzählt, wenn er fragt, dort, wie gesagt, was verdiene ich, was habe ich? Sag, stelle vor, 100.000 tust du rein. Du musst die verdoppeln innerhalb von 1.000 Tagen. Dann kommt es zuletzt so, dass es sagen, du, Eddie, die 100.000 habe ich nicht, aber das mit den 40.000, das können wir machen. Oder das mit den 10.000. Weil es gibt nur diese Möglichkeiten. Es gibt kein 3x500 oder 6x500. Das gibt es nicht. Ja? Ich kauf keinen solche Accounts, sondern bei mir geht es darum, die Investoren, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich heute in eine Bank gehe, betrifft mein Investment, das Investment, wenn ich heute sage, du, ich will jetzt groß investieren zu meinem Banker und sage, hier 50.000, dann lacht er sich dumm und dämlich, weil 50.000 hat nichts mit Investment zu tun. Ja? Das macht die Oma vom Milchladen, ja? Wenn wir jetzt um richtige Investment reden, reden tut. Ja? Daher ist es auch so, die verstehen das ja auch. Haben sofort Verständnis dafür, wo sie sehen, ich verdoppel mein Geld, ich habe eine gute Rendite drin, Sicherheiten wie in der Bank. Es gibt keine Sicherheiten in der Finanzwelt überhaupt nicht. Es kann euch kein Banker in der Welt irgendwie was garantieren, außer dass er weiß, dass wenn es blöd läuft, eure Kohle weg. Und das ist mal so. Ja. Was kann ich euch noch erzählen? Das, was wichtig Sollen wir mal kurz aufmachen, falls ganz kurz. irgendwelche Fragen sind, mal kurz? Eins habe ich noch, und zwar das, was bitte, wenn wir drüber reden, um Anonymität. Spricht es nie irgendwie an, dass es so einen Touch bekommt, um jetzt das Finanzamt irgendwie zu lenken. Darum geht es gar nicht. Die meisten Investoren, ja, die sind total ehrliche Menschen. Und wenn ich da anfangen würde und würde drüber erzählen, hier, da kannst du, da weiß keiner, da kannst du Geld auf Zeit und so weiter. Das wollen die gar nicht wissen. Wenn man darauf kommt und spricht, weil die fragen auch, wie schaut es aus mit der Steuer? Sagt, das Beste ist, du redest mit deinem Finanzberater. Ich kann dir eins sagen, ich habe selber die Erfahrung gemacht im Finanzamt. Da habe ich zu wissen bekommen, alles okay, überhaupt kein Problem. Wenn ich heute 100.000 Dollar investiere, 100.000, ja, für 100.000 Dollar Bitcoins kaufe, und der Bitcoin steigt im Preis. Dieser Kursgewinn wird nicht versteuert. Genauso, wenn du heute in Dollar wechseln tust oder in dänische Kronen oder was weiß ich was für eine Währung.
dann die Gewinne, was du machen tust im Währungsbereich, werden nicht versteuert. Aber das, was du im BitClub verdienen tust, ja, an Provisionen und so weiter alles, und du nimmst es raus und bringst es im Umlauf, ja, das wird versteuert, und da kann ich euch, oder sollte man versteuern, weil wenn jetzt jemand da ist, wo ein normales Leben führt, ja, ganz normal, unauffällig, und auf einmal von heute auf morgen stehen drei Ferrari vor der Tür und ein Porsche für die Putzfrau, dann müsst ihr nicht zum Finanzamt gehen. Das macht euer Nachbar für euch. Weil er fragt da ganz einfach nach, wie das möglich ist. Ja, so. Und deswegen sage ich immer, Steuern müssen bezahlt werden, muss man selber entscheiden. Man kann sich einen Kanton in der Schweiz aussuchen, wo du bloß 10% oder 15% bezahlst. Oder du hast deine Adresse oder wohnst in Dubai und so weiter. Aber red mit deinem Wirtschaftsprüfer und fertig. Mehr ist nicht drin. Gut. Hat jemand Fragen? Fragt einfach drauf los. Es ist keine Frage irgendwie zu blöd, sondern einfach nur Fragen. Ich probiere sie zu beantworten. Also er sagt ja, Eddie, du zeigst doch die Videos aus dem Centurio Club. Teil Ganz 3 geht genau. es um Network Marketing. Ganz So, das genau. ist ja für den Investor. Wie reagieren die darauf? Die meisten bemerken es gar nicht. Und wenn jemand was sagen tut, sagt, ist das so ein Netzwerk? Sag ich du, Netzwerk, Netzwerk, sag ich, wir haben einen Vertrieb drin, wo du Möglichkeiten hast, als ein Investor drin zu sein, oder du kannst auch Geschäft nebenbei aufbauen. Mehr sage ich nicht. Ich gehe jetzt nicht hin, du das irgendwie recht groß erklären, ja. Aber die wenigsten bemerken das mit dem Netzwerk eigentlich drin, ja. Die meisten haben sich so fokussiert drauf, was passiert mit Investment, also wie sich das Geld erwirtschaften tut und so weiter, da haben sie viel mehr Interesse dran, ja. Also vielleicht die eine Frage, die möchte ich beantworten. Der Investor, der macht seine Registrierung und seine Konten immer selber. Das ist auch eine rechtliche Frage, wo wir im Prinzip auch aufpassen müssen, so ein bisschen. Wir machen nie die Konten für die Investoren, sondern das machen die Investoren quasi mit unserer Hilfe, aber sie machen es selber. So, dann war Ja, noch die Frage. hast du vollständig recht, Jörg. Und ich berate nur über Skype. Ich mache alles über Skype. Ja. Bitte, ihr könnt das alles machen. Dafür ist Skype erfunden worden, dass man das so auf diese Art machen kann und fertig. Da muss man nicht irgendwie hin und her fahren. Das braucht man nicht. Und nur beraten dazu sein, um Auge drauf zu haben, dass er keinen Fehler macht. Dann ist die Frage hier, wenn jemand 100.000 investiert, wo kauft ihr den besten? Ja, das gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja selber bei mir im Team drin, wo Leute 100.000, 200.000 und 500.000 rein haben. Wir haben zum Beispiel den Einfall mit 500.000 bei Xabo, alles ganz confirm angemeldet, haben sogar über Notar eine Bestätigung, dass es sauberes Geld ist, alles, ja, und von der Bank nochmal bestätigt. Die 500.000 wurden zu Xabo hingeschickt, war auch ausgemacht alles, wir haben auch alles schriftlich bekommen. Und auf einmal, ja, ging einige Tage, wir haben nichts von den Leuten gehört und haben nachgefragt und kam auf einmal Bescheid, nein, wollen sie doch nicht machen. Das ist so, das ist natürlich schwierig. Und dann mein Partner, der Jan, hat dann einiges untersucht und da sind wir dann fündig geworden mit einer Firma in der Schweiz. Ja. Jan hat sich die Mühe gemacht, ist selber hingefahren. Wir haben dann Tests gemacht mit kleineren Beträgen mit 100.000 oder 150.000 war das, glaube ich, hat alles funktioniert, es war alles super. Und mit der Firma ist es so, die machen natürlich auch, man musste auch mit Passkopie und so weiter alles, weil alles sind dem Geldwäschegesetz unterlegt, das ist Xabo auch, ja. Und die ganze Verifizierung. Aber das dauert bei dieser Firma max 2 Tage. Der Vorteil ist, du kriegst dann einen deutschen Support zugewiesen. Der Jan macht es für die Leute. Ab 8.000 kann man da investieren, ja, nicht weniger. Und da ist es dann so, dann schickt euch der Jan die Papiere zu, was ihr ausfüllt, und dann an die Firma geht es dann weiter und die euch an, ja, eure Supporter auf Deutsch ruft euch an und gibt euch die Infos, was ihr noch braucht.
Und dann kriegt ihr zu wissen, wo das Geld hin soll. Ihr überweist das Geld. Wenn das Geld bei der Firma angekommen ist, ruft ihr wieder an und sagt, der Bitcoin-Kurs steht so, sollen wir kaufen oder willst du noch warten? Nein, fixieren, dann wird es gemacht. Und die Bitcoins werden dann auf das Konto hin überwiesen, wo ihr es haben wollt. Ja? Zum Beispiel BitClub oder wo auch immer hin oder Blockchain Wallet, was auch sehr gutes Wallet ist für sowas. Und dann ist es drüben. Und das Gute bei dieser Firma ist noch, man macht es auch den entgegengesetzten Weg. Also wir sagen, wenn ihr jetzt sagt, jetzt verkaufe ich 10, 20, 30 Bitcoins und wollt das Geld rausnehmen, dann macht es die Firma für euch auch, ja, und überweist euch das Geld auf euer Konto hin, wo ihr es haben wollt. Oder ihr könnt es auch selber in die Schweiz abholen. Ja. So, und da müsst ihr nur dran denken, wenn ihr über die Grenze fahrt, ihr darf nicht mehr wie 10.000, glaube ich, ist das, mit rübernehmen. Ja. So, das ist okay, aber da sprecht mit Jan drüber, der macht das alles und ist ein guter Kontakt. Also wir haben sehr viel Erfahrung mit den Leuten und sind sehr, sehr vertrauenswürdig. Und das ist immer wichtig, weil es geht um viel Geld und wir können keine Investoren reinnehmen und dann ist auf einmal die Kohle weg. Ja, das geht nicht. Da waren jetzt ein paar Fragen, Eddie. Wie kommst du an solche Kontakte? Ja, ich bin ja 55er Jahrgang, wollte ich sagen. Und ich habe ja eins gemacht, das ist ja nicht, was irgendwie aus der Netzwerkbranche kommt, sondern ich habe ja von mir selber aus, seit Jahrzehnten immer Kontakte gesammelt. Immer. Und ich sage immer eins, man trifft jeden Tag Menschen, ja, auch in die Vergangenheit. Und hab bitte keine Angst davor, Leute zu kontaktieren, die ihr mal getroffen habt vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Solange ihr anständige Leute seid, höflich, nett, ihr seid dafür bekannt, freuen die sich riesig drauf, wenn ihr die mal anrufen tut. Und natürlich ruft ihr nicht an, welchen Bitcoin, sondern ihr fragt einfach, ey, ich bin bei dir in der Nähe, gibt's eine Tasse Kaffee aus? Jeps, das macht jeder noch. Dann besuchst du ihn, da habt ihr viel zu reden. Ja, und du fragst ganz einfach. Und das ist alte HMI-Schule. Ja, wie geht's, was magst du zurzeit? Dann lass ihn reden, erzähl dir, was er macht. Und dann kommt's ganz automatisch, und was magst du? Und dann sagst du ja. Und da erzählst du halt ganz einfach, ich mache ein bisschen Bitcoin, ich verdiene da sehr gutes Geld damit, das läuft alles sehr gut. Ja, und aber müssen wir nicht recht viel drüber reden, ich schicke dir ein paar Videos zu, gib mir mal deine Daten, fertig aus. Und anderes ist auch, was ich immer empfehlen tue, wenn man jetzt keine alten Freunde hat oder sowas oder Kontakte, geht doch hin, zieht euch was Nettes an, geht in Hotel für Jahreszeit in Hamburg oder was weiß ich wohin, in die Top-Hotels, ja, das hat mir mein alter Mentor, der Manfred Rumm, gelernt von der HMI. Geht da rein, ich habe das mit ihnen alles praktiziert, ist alles Erfahrung aus Praxis. Ja. Bin mit ihnen in den Hotels rein, Top-Hotels. Und wenn ihr da jemand seht, einen guten Typ zum Beispiel, dann sprecht ihn an. Ja. Ihr müsst nicht viel erklären. Ja. Gebt die Visitenkarte und sagt, gib mir auch bitte deine. Ich habe was, mit denen muss ich mit dir drüber reden. Das ist die eine Möglichkeit. Ich rufe dich morgen um 12 Uhr an. Dann sitzen die morgen um 12 Uhr da. Und der, wo sagt, nee, worum geht's, oder nee, weiß nicht, dann lass es bleiben, ist doch wurscht, du brauchst ihn dann nicht, weil er will dann sowieso nichts. Aber das Beste ist, wenn ihr jetzt im Foyer sitzt und habt eine Zeitung dabei und schaut einfach rein, ist auch wurscht, dass der auf dem Kopf steht, die Zeitung, das bemerken die gar nicht. Und sagt auf einmal, das gibt's ja nicht, jetzt verlangt die auch schon wieder Strafzins hier doch für mein Guthaben. Der andere, glaubt mir eins, alle, wo immer dann sind, die haben immer ein Ohr drauf, was nebendran passiert. Dann sagt er auf einmal, ja was, bei dir auch? Sag ja. Und dann fängt er an zum Schimpfen. Und dann sagst du auf einmal, ja, das habe ich seit langem schon abgeschafft. Dann schau dich an wie ein Ei und sag, wie, was abgeschafft? Ja, sag, ich habe meine eigene Bank, ich mache meine eigenen Sachen hier. Ja, wie, was? Sag, gib mir mal deine Daten und dann schicke ich dir ein paar Videos zu, schau das mal an, schicke dir ein paar Infos zu. Und so kommt ihr ins Gespräch. Ihr müsst nicht gleich irgendwie was erklären. Ja, es ist wichtig, dass die Leute die Videos sehen, weil ihr könnt den Bitcoin nicht so gut erklären, ja, oder den BitClub wie die Videos. Deswegen hat Jörg ja das auch alles machen lassen und drin investiert. Ja,
Das macht es Sinn. Das sind Werkzeuge, wo ich ja auch nutzen darf. Das ist das Wichtige. So, mit einem 5 kann ich nicht viel. Ja, schaut, Nils, du fängst schon zum Jammern an. Dir fehlt Selbstvertrauen. Und das ist der Punkt. Punkt 1, der wichtigste Punkt. Zeig doch mal, dass ihr Eier im Sack habt. Doch. Okay, bei den Frauen ein bisschen schwierig. Aber wurscht. Ihr müsst doch mal stolz drauf sein, das, was ihr machen tut. Ja? Mit 5, ich habe auch angefangen. Da kannst du den Jörg fragen. Ich hatte 3x500 Pools drin. Nichts anderes. Und dann ging es aber los. Seid stolz drauf. Es ist eine ehrliche Geschichte. Es ist die geilste Geschichte in der Welt. Es hilft nichts, dass wir jedes Mal, wenn wir im Jörg Wittke seine Aufzeichnung sehen, wie viel Kohle er verdient, und sagen, super, klasse, klasse. Dann lebt ihr nur in Jörg seinen Traum. Ihr müsst euren eigenen Traum leben. Ihr müsst den Arsch hochbekommen und mit den Leuten sprechen. Darum geht's. Dann habt ihr den gleichen Erfolg. Und der Jörg freut sich drauf, wenn ihr genauso erfolgreich seid wie der Jörg. Weil das gibt ihm dann nochmal mehr. Und so soll es auch sein. Nee, ihr wisst, was ich meine. Also es geht ja darum, dass man da nicht an euch zweifelt. Ich bitte euch darum, Nils. Du hast sehr viel vorzuzeigen. Und wenn du ein sympathischer Kerl bist, ja, dann ist es noch einfacher. So, was war jetzt noch mehr? Geht ein bisschen schnell. Das Ding ist ja, Eddie, wenn ich da mal einhaken darf, wenn du einmal in dem Kreis drin bist, weil jemand, der bei dir 40 oder 50.000 investiert, du hast doch jetzt hier diesen einen Kontakt, diesen türkischen Landsmann, der jetzt ja. Da jetzt für sich schon, dann hat er für seinen Bruder schon und jetzt macht er mit Investoren. Vielleicht erzählst du mal diese Kreise, die das ziehen, weil du nur einen einzigen Kontakt hast. Ja, schaut, das ist ja so, ganz genau. Und das ist auch eins von den Sachen, deswegen konnte ich ja auch meinen Master mit nur 3 direkt machen. Wenn du jetzt auf einmal drin bist, die ganze Geschichte, diese Menschen, wo Geld haben, wenn du 1, 2, 3 von denen hast, die kennen auch alle, die ziehen die gleichen Menschen nach, ja, weil die sprechen auch drüber. Wir haben jetzt einen Kontakt, da muss ich dazu sagen, wir haben einen bei uns, der ist 86 Jahre alt, ein richtig geiler Typ, ja. Ich habe ihn schon 3, 4 Mal besucht, war bei ihm dort und ganz, ganz netter Typ. Und eine Person in diesem Alter baut 10.000% kein Netzwerk. Aber eins hat er immer noch. Er hat einen Mund, wo er was sagen kann. Und er war mit seinem Sohn zum Frühstücken. Und es war ein Lokal und da ist ein Türke, wo das hat. Und dann sagt der liebe Mann auf einmal, kann ich hier mit Bitcoin bezahlen? Ja, also mit 86 Jahren sagt, kann ich mit Bitcoin bezahlen? Da sagt der Typ da, nee, aber es hört sich interessant an. Und was macht der liebe Mann? Er sagt, oh, das macht jetzt mein Sohn hier. Und so ist es entstanden. Und dadurch sind auch, hat es wieder so Wellen geschlagen. Da haben wir jetzt den einen, der selber gleich sein Bilder und Pro-Bilder gebaut hat. Und hat seinen Bruder mit rein und hat seinen Neffen mit rein. Und jetzt geht es darum, dass wir jetzt gerade dabei dran zu arbeiten. Da fehlen uns noch ein paar Informationen. Aber das machen wir jetzt. Und der hat sehr viel auch mit Investoren zu tun, weil er ist auch ein Typ, ja, wo ein Geldmensch ist. Er hat das Vertrauen, hat die Verbindungen und die Kontakte, alles zu verschiedenen Investmentleute und die brauchen natürlich gewisse Informationen, aber der wird dreistellig Millionen investiert drin. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und das ist entstanden über diesen einen Satz, was jeder von uns sagen kann. Und ich bitte euch, heute Abend, bevor ihr ins Bett geht, schreibt den bitte 100-mal auf und sprecht nach. Kann ich hier mit Bitcoin bezahlen? Ja? Mehr war es nicht. Und das Leben ist so einfach. Man muss sich nur trauen. Und das Trauen hat nur damit zu tun, dass man daran glaubt, dass man das Geschäft hier lebt. Ich lebe dieses Geschäft hier. Ich lebe BitClub. Ich lebe Bitcoin. Ja? Für mich gibt es nichts Geileres. Ja? Und dann sind natürlich die Leute, sagen, ja, du kannst ja ruhig das sagen. Du hast ja die ganzen Kontakte. Ja, die hat jeder von euch. Ihr habt so einen Freund gesagt, der hat zu mir gesagt, ich habe keine Kontakte. Sag rüber. Ich brauche schnell dein Handy. Was willst du mit denen? Ja, das schmeiß ich jetzt gleich weg. Wieso?
Sag, du hast ja keine Kontakte, wer soll ich denn anrufen? Ja, nee, aber nicht so, ich habe keine, wo Geld haben. Sag, woher weißt du, ob er Geld hat oder nicht Geld hat? Das weiß keiner von uns. Und bitte geh nicht hin, du die Leute irgendwie gleich drüber entscheiden, ob die jetzt reich sind oder arm sind. Ja, ich habe Leute getroffen, da war ich selber eingeladen, auf ein 3-Mast-Segeljacht, alles klasse, alles super. Nur der Unterschied war, es war nicht seine, sondern es war der Bank ihre. Ja? Ein halbes Jahr später war auch Konkurs. So, okay, wir hatten einen netten Abend auf der Yacht, alles schön. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Man kann das nicht sehen. Wichtig ist, dass er die Leute ansprechen dort. Stellst du die Tools bei Investoren auf 100% und wenn ja, wie lange? Ja, das ist jetzt wieder ein Schritt, was dann später kommt. Ihr müsst immer dran denken, das Wichtigste ist, dass man das bauen tut, ja, und man hat ja dann auch Kontakt. Dann ist es, dann läuft es, sobald die zum Cyclen anfangen, ja, dann gehe ich hin und kann sagen, ey, schau her, man hat noch mehr davon, wenn wir die auf 100% stellen. Ja. Dann sind sie auch dabei. Ihr müsst ja auch das Vertrauen aufbauen. Ja. Ihr müsst eins dran denken. Ihr seid vielleicht nicht die Leute, wo jetzt in diesen Kreisen verkehrt, die mal hingehen und sagen, ach, meine Frau, die will jetzt diesen Maserati haben, den kaufe ich hier einfach. Ja. Deswegen, wenn ihr Kontakt zu solchen Leuten habt, das muss auch langsam aufgebaut werden, also das Vertrauen dazu. Ja? Und da kannst du nicht gleich sagen, du, das machen wir gleich auf 100, das machen wir so und so. Sondern er muss erstmal das Konstrukt drin haben und dann zieht er nach, wenn es dann losgeht mit dem Cycling und so weiter nach 10 Tagen, oder mit Cycling sagt, mit den Abrechnungen, was er dann jeden Tag bekommt. Und dann sieht er auf einmal, oh, hallo, das funktioniert und so weiter. Und wir haben laufend einen Dialog. Ich habe hier laufenden Kontakt. Wenn die Leute drin sind, ja, das ist ja deine Arbeit. Die werden ja betreut. Man hat das Gespräch, entwickeln sich auch Freundschaften, gute Verhältnisse. Deswegen arbeite ich ja jeden Tag ab 10 Uhr bis dann spät in der Nacht. Das macht mir Spaß, ja. Aber ich mache hier nichts anderes, weil ich mit den Leuten sprechen will. Und dann haben die Fragen. Dann rufen die mich an und sagen, du, Eddie, ich habe jemand. So und so. Haben die Videos schon gesehen? Ja, haben sie. Gut. Ruf mich da an, dann machen wir da kurz einen Call. Ja? Und so läuft es dann. So, gut. Lutz, du fragst, schickst du den Link mit den 3 Videos oder das BitClub-Info-Video? Also ich schick die Videos, ja, wie sie sind. Ja? Ich muss auch eins dazu sagen. Bei mir ist es so, wenn ich heute, ihr müsst eins dran denken, Investoren sind ganz anders. Das, was wir haben im Centurium-Club, ja, das ist mehr so für Netzwerker. Wo ich aber sage, du ein Investor, ja, wenn ich heute hingehe zu einem Investor und sage, hier, ich habe ein Geschäft für dich, Netzwerk-Marketing oder dies oder jenes, sagst du sofort, stopp. Eddie, du bist mein Freund, lass mich in Ruhe. Ich arbeite schon 10, 12, 14 Stunden am Tag. Ich brauche nicht mehr Arbeit. Deswegen, ich rede nur über das Investment und es sieht nur das Video über Bitcoin und dann über den BitClub, dass er da ein bisschen Information hat. Er muss auch ein bisschen Verständnis haben, was ist der BitClub. Ja? Und das Wichtigste ist aber über den Bitcoin, weil du triffst unglaublich viele Menschen, ja, unglaublich, die nicht viel Bitcoin wissen. Ich habe jetzt hier in Dänemark wieder ein paar junge Leute getroffen. Das hat mich total, ja, ich war total überrascht. Die wussten nicht, was Bitcoin ist. Ja? So, wir haben noch so viel Arbeit vor uns und deswegen zu Investoren, da zeige ich Ihnen das Video. Wenn ich jetzt weiß, dass ein Netzwerker ist, ja, dann kann er das andere auch, dann kann er auch dann drauf. Und oder wenn ich jetzt heute eine Verlinkung mache über Facebook, muss auch so sagen, viele arbeiten mit Facebook. Die haben sicherlich auch Erfolg damit. Ich mache das nicht. Ich bin so ein bisschen altmodisch face-to-face, also über Skype, ja. Das ist das, was ich machen tue. Das ist meine Arbeit, die liebe ich. Ja? Und dadurch baue ich auch Vertrauen auf. Und ich muss auch dazu sagen, das mit Facebook, das funktioniert. Ich hab etliche Partner bei mir, der sehr gut aufgebaut hat, Facebook-Kontakte und so weiter. Aber ist halt nicht so, nur weil ich jetzt in Facebook posten tue, dass da dann die Leute einfach so reinfallen. Ne? Ja, ich habe ja auch, schau, das mit den freien Plätzen.
Ich habe jetzt nur ganz kurz gelesen, was mit freien Plätzen. Alles, was ich machen du in diesem System her, ja, alle Accounts, was ich anlegen du, sind meine, bleiben bei mir. Ich gebe keinen einzigen her. Wäre ich der Dümmste, wenn ich das machen würde? Ganz einfach daher, warum soll ich einen Account hergeben, wo 3, 4, 5, 6.000 Credits drauf sind zum Beispiel? Ja, für was? Der kann mir so viel dafür gar nicht bezahlen. Ja, würde es sicherlich auch nicht machen. Die kriegen alle einen neuen. Ich will ja Neues drin haben. Das, was ich schon drin habe, ist ja mein, ist altes, wenn man so sagen kann. Ich will ja neue Leute drin haben und fertig aus. Macht euch, wie hier zum Beispiel, wo er aufsammeln tut, wenn das jetzt das Powerleg ist, ja, und da können wir ruhig noch ein paar mit dranhängen, ist ja wurscht, macht das, ja. Ihr werdet vielleicht auch denken im Verhältnis zum Sima-Konstrukt vom Jörg. Das, was Jörg macht, ist 100% in Ordnung. Bei mir ist es halt anders, weil ich auf diese Art Erfolg habe. Aber eins müsst ihr auch wissen, ja. Es geht bei euch ja keine in die Entgegengesetze rein. Hier auf die linke Seite, da kommen Leute rein. Es wird keiner freiwillig, außer es betrunken, hier rechts reingehen. Ja? Deswegen, wenn ich baue, wo ich baue immer ganz links außen oder ganz rechts außen, ja, da mache ich meine Accounts runter und erst dann im Nachhinein, wenn ich sage, jetzt habe ich genug her, dann gehe ich hin. Weil das Gute ist ja dann, je mehr Accounts du hast drin, desto mehr Credits sammelst du auf. Ja? Und das siehst du auch, wenn ich jetzt auf den hergehe, wie das gebaut ist. Hier habe ich den Bilder, ja, was ich ja selber gemacht habe. Und hier vom 7er, 8er und 9er, das sind meine drei neuen Bilder, sodass ich pro Bilder werde. Und ich habe das dann von hinten aufgebaut, von hinten nach vorne. Das bedeutet, die ganzen Credits gehen hier nach oben. Wenn ich jetzt hier angefangen hätte, hier und hier, dann hätte ich nicht so viel Credits bekommen, wo die was davon haben. Jetzt gehen die alle nach oben. Dadurch habe ich 144 Credits auf der linken und auf der rechten Seite. So, da kann man ein bisschen nachdenken. Man kann natürlich gewisse Veränderungen machen, je nach Temperament, aber ich habe damit die beste Erfahrung. Und eins müsst, denkt bitte dran. Das Wichtigste ist, Bilder bauen. Bilder, Bilder, Bilder. Je mehr Pro-Bilder habt, desto schneller wird er, oder Bilder habt, desto schneller wird er Pro-Bilder. Und dann kommen die Pro-Bilder und dann kommen die Master und dann kommen die Monster. Und ich verspreche euch eins, ja, ich weiß es, ich sehe es, ich habe das selber bei mir drin. Wir haben bald wieder neuen Masterbilder bei uns. Die Master werden so kommen, als wie wenn die vom Himmel fallen, ja. Und dann ist der Monster dran, ja, weil den Jörg lassen wir nicht ganz allein da oben sitzen, doch. So. Und die Firma wird für uns noch echt zwei oder drei Positionen erfinden, weil die wissen nicht, was die angerichtet haben, wo die in Jörg mit zugelassen haben, doch. Weil da wird es jetzt richtig knallen. Wir haben es gesehen, für mich, ich habe übersegelt ohne Ende, hier am Wochenende. Aber ich muss sagen, für mich war das das Beste, was je passieren konnte. Ich hatte auch berechtigt ein paar Stück, wo ich gesagt habe, ach, warum ist es jetzt so? Und tut auch weh und das Geld hätte ich gut gebrauchen können. Sag, weißt du was, ich bin glücklich drüber. Ganz einfach daher. Das ist für mich ein Zeichen von Vertrauen, ja? Dass so viele von uns dabei sind und den Ethereum kaufen. Ja, das ist wirklich Vertrauen. Und das ist wichtig, weil unsere Firma lebt sehr viel vom Vertrauen. Wenn ihr das Vertrauen zur Firma habt, wenn ihr das Vertrauen zu uns habt, dann habt ihr auch euren Erfolg. Dann zweifelt doch nicht draußen. So, wer hat noch Fragen? Ja, dann frag mal Marcel. Ja, ich kann auch ja auch sagen, ja, das mit 100 Founder, das ist gut. Ich habe jetzt auch jemand, das war nicht bei mir drin, aber es sind auch ganz, ganz liebe Leute. Jörg kennt sie auch, wo ich auch seit langem Kontakt dazu habe. Und die haben dann genauso aufgebaut mit den Bildern und so weiter, mit den Konstrukten da. Und die werden auch hingehen und weiß ich 100%, die bauen hier 100 Founder rein. Und die Fauna, natürlich baust du auch wieder ein Konstrukt auf. Mit 100 Fauna, da hast du im Schnitt so deine 15, 20 bis zu 25.000, je nachdem,
wie es platziert ist im Monat. Also lassen wir sagen, so im Schnitt auf jeden Fall 20.000 hast du im Monat, was du verdienen musst. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, du investierst 350.000 und machst deine 20.000 im Monat. Das kann dir keine geben, keine Bank in der Welt. So. Skype könnte sagen. Du hast gerade von Skype-Kontakten gesprochen, aber arbeitest nicht online. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das verstehen soll. Ganz einfach, ich sage ja, die, wo über, also die Skype-Kontakt, nee, über Skype-Kontakt ist nicht das. Ja, also meine Kontakte, ich rede mit den Leuten über Skype, ja. Das zu 99%. Mit jedem, den wo ich kenne und mit denen ich spreche, da mache ich das ganze Geschäft über Skype. Das Wenigste mache ich, wie Jörg schon gesagt hat, ab und zu setze ich mich ins Wohnmobil und bin ein bisschen unterwegs, habe Spaß, dann rede ich natürlich auch da mit Leuten, aber sonst Skype. Das andere war ja über Facebook und die ganzen, was da alles gibt und so weiter. Man kann machen, was man will, ist egal wie. Wichtig ist, dass man damit Erfolg hat und bleibt auf der sauberen Seite da. Ja, das mit Facebook. Ja, das mit Facebook, Lutz, ist ja so. Du hast ja viele, die haben da tausendmal mehr Erfahrung drin, ich zum Beispiel. Man kann es nutzen und ist auch gut. Man bekommt sicherlich Kontakte, nur erwartet euch nicht immer das Große davon. Das ist genauso, wenn Leute hingehen und sagen, jetzt wäre ich selbstständig, jetzt mache einen Online-Shop. Machen Online-Shop und glauben, dann ist übermorgen schon die Kasse voll. So ist es nicht. Ja, auch über Facebook müsst ihr Vertrauen aufbauen. Aber Facebook hast du natürlich Möglichkeiten. Auch geh rein, gibt so viele Tausende von Gruppen, Hausfrauenvereinigung oder was weiß ich was alles. Geh dahin und such da Kontakte, alles möglich. Ja, nur wie gesagt, immer es gehört immer ein gewisses Charme und Vertrauen dazu. Wenn ihr nett und höflich seid, ja. Funktioniert das da? Unser Eddie. Okay. Eddie, ich glaube, wir machen hier mal so halbwegs Schluss. Ja. Ja? Ich denke, wir werden da noch mal, ich sage jetzt mal so eine intensivere Schulung obendrauf setzen. Ja, wo wir dann vielleicht so ein bisschen detaillierter das Ganze noch machen können. Wo wir gerade mal speziell die Leute reinholen, die dann auch schon, ich sage jetzt mal, das Grundwissen haben. Ja, also das ist schon sinnvoll, sich das eine oder andere, sich erstmal in dem Thema auszukennen, weil ich sehe, hier sind ein paar Leute, die komplett überfordert sind, wo ich auch, was ich auch komplett verstehe. Ja, aber du musst natürlich dich jetzt schon mal mit dem Karrieresystem auskennen, du musst schon mal das binäre System verstanden haben, du musst schon mal wissen, was Team 1, 2, 3, 4 ist und so weiter, um auch so ein Konstrukt hier tatsächlich verstehen zu können. Ja, warum hat Eddie das gemacht? Und ich glaube, diejenigen, die jetzt schon so ein bisschen länger dabei sind, die haben da schon eher den Durchblick als ein Neuer. Aber ich glaube, wir können das auf jeden Fall in Zukunft öfter anbieten, sowas in der Art. Ich glaube, dass die Nachfrage da sehr groß ist. Vielleicht jetzt mal einen Riesenapplaus für Eddie an dieser Stelle. Danke, danke, danke. Aber ich muss auch, Jörg sagte ja gerade auch, das ist nämlich auch richtig. Ich mache hier das, ich bin jeden Tag im Backoffice, ja. Und jeden Tag schaue ich mir den Karriereplan an. Schaue ich rein. Es sind immer wieder Sachen, was ich entdecken tue. Mach das, ja. Ich weiß, es ist alles komplex, aber jetzt jeden Tag den Bonusplan anschauen musst und liest den durch. Irgendwann dann schnackelst, dann weißt, oh, so war's gut. Dann funktioniert das, ja. Also ich habe mir jetzt gerade vor 2 Tagen, habe ich mir mal die ganzen 3 Videos nochmal von Anfang bis Ende angeguckt. Das habe ich nämlich monatelang nicht mehr gemacht. Mir sind auch so ein paar Sachen aufgefallen, von wegen Bitcoin-Preis ist alles noch ein bisschen niedrig, als wir davon sprechen. Aber egal, die ganze Art, wie es transportiert wird, hat mich so geflasht, hat mich so angesprochen wieder. Ich weiß, warum das System funktioniert. Ja, und warum die Leute, warum es auch dem Investor nicht wehtut, sich die 30 Minuten anzuschauen, weil er prinzipiell erkennt, das ist echt ein durchdachtes System, was wir da haben. Ganz genau. Und das, was ja auch ist, wenn man sich mit Bitcoin ein bisschen beschäftigt. Mist, es ist so, du hast natürlich, ich habe auch die Fragen, was ist, wenn, ja, sagen die Leute, was passiert,
Wenn eine Bombe auf Island fällt, was passiert dann? Weißt, dann dürfte die Leute nicht irgendwie sagen, also irgendeine Antwort, sondern die Rhetorik. Rhetorik ist das Einfachste in der Welt in Wirklichkeit, ja? Wenn man sie so die Grundprinzipien verstanden hat, dann sage ich zu den Typen, sag, super, dass du fragen musst, freut mich. Jetzt nehmen wir mal an, du hast ein super Grundstück Minsen, Berlin, Regierungsviertel, riesiges Grundstück, sehr viel Geld, super Bergklasse, die sich freuen. Gut, sage ich. Jetzt kommt so ein kleiner Mann her mit einer Dose mit so einem gelben Zeichen drauf, Radioaktivität. Und der besoffene Kerl macht die Dose auf. Was ist mit deinem Grundstück? Das kannst du in den nächsten 2 Millionen Jahren nicht mehr verkaufen. Dann sagt er zu mir, ja, das wird ja nie passieren, sowas. Das ist ein Hirngespinst, sage ich eben. Dann bemerkt er, dass das, was er gesagt hat, dass eine Bombe auf Island fällt und unsere Rechner kaputt sind, ist auch ein Blödsinn. So. Sagt das mit dem Charme, bringt es mit dem rüber, versteht jeder. Ja? Man hat ab und zu Typen, wo es schwierig ist. Und eins will ich noch mitgeben, auf jeden Fall, ihr müsst nicht jeden haben. Es sind so viele da draußen. Ja? Und wenn die Menschen oder die Person, was sie mithaben wollt, keine Interesse zeigt, nicht hinterherlaufen. Der ist das Geld nicht wert, er hat die Zeit nicht wert. Dann nehme ich den, wo nebendran sitzt. Ja? Und so einfach ist es. Und das Schönste habe ich schon immer in meinem Leben lang gefühlt als Verkäufer. Das schönste Gefühl ist, wenn du auch mal zum Geschäft Nein sagen kannst. Ja? Weil irgendwann bist du in einer Situation, da macht es dir gar nichts aus. Ja? Man muss es nur machen, man muss sich trauen. Es dreht sich nur um das Trauen. Ja? Ihr müsst euch trauen, wenn die sagen, ja, ich habe die Videos angeschaut. Dann sagst du, gut, super, freut mich. Sind wir uns einig, machen wir einen Deal, dass, wenn ich dir die Fragen dementsprechend beantworte, dass sie zufriedenstellend sind für dich, dann sind wir im Geschäft. Und er sagt, nein, sag, gut, das war's. Lasst es bleiben. Ja? Warum sollt ihr hingehen, noch 2 Stunden oder 1 Stunde reinstecken, wo ihr schon wisst, dass ihr es nicht machen wollt? Das ist doch pervers. Ja? Darum geht's. Ja? Und da muss man sich, da müsst ihr den Mut haben. Und den Mut habt ihr, wenn ihr 100% an euch glaubt. Und wenn ihr 100% an Bitcoin glaubt. Und wenn ihr 100% an die Firma glaubt. Und dann sind die Leute da, das gebe ich auch noch, das ist dann das Letzte, wo dann ist, weil das werde ich dann auch ab und zu gefragt, wo sie dann sagen, ja, wo sitzt die Firma? Ich sehe auch kein Impressum. Dann sage ich nur ganz einfach, Gott sei Dank. Ja, wie? Sag ich, ja, willst du jetzt anonym sein oder nicht? Ja, natürlich. Sag, gut. Sag, hör mal zu. Ich kenne genug Leute, ja. Auch ich selber habe das erlebt. Hab einen Handel mit jemandem gemacht. Da wusste ich ganz genau, wo die sitzen. Firmenadresse, Impressum. Super Kontor, super Büro, alles dort. Ja. Dann schulden sie ein Geld. Und auf einmal sind die Jungs pleite. Ich weiß ja, wo sie wohnen. Die haben auch ein schönes Impressum. Das gibt mir kein Geld. So einfach ist es, weil wenn sie pleite sind, sind sie pleite. Sag, was ist der Unterschied mit einer Firma? Ja. Wo das nicht hat, es verändert gar nichts. Wenn sie pleite sind, sind sie pleite. Ja? Und eins, was für mich das Wichtigste ist, ja, sag, ihr dürft eins nicht vergessen, wir haben das draus gelernt, man müsste es davon gelernt haben, über die Panama-Papiere. Ja? Bei den Menschen, der Mensch ist so eingerichtet, ja, dass wenn er was machen tut, was ihn sehr viel Geld bringt, wo er Erfolg damit hat, dann spricht er drüber. Genauso wenn er einen schönen Urlaub hat, spricht er auch drüber über seine Kollegen. Das bedeutet, er hat Geld investiert, viele, auch der Ministerpräsident von Island in Panama, ja, spricht auch drüber. Und irgendwann sitzt da vielleicht auch einer vom Finanzamt, kriegt das mit. Und das sind halt die Typen Menschen dann, wo die sich dann zusammentun und sagen, jetzt müssen wir was machen, das kann doch nicht sein, die tragen das Geld aus dem Land, das liegt alles in Panama, dann kommt der Druck von der Regierung aus Deutschland oder aus den USA oder aus Island, ganz egal woher, auf die Regierung von Panama, dann sind sie gezwungen, ja, eine Hausdurchsuchung zu machen. Und dann finden sie auch das Konto vom Angelo und sie finden das Konto von der Wolle und sie finden das Konto von Digital Invest, vom Jürgen. Ja. So, was dann? Dann habt ihr die Arschkarte gezogen. Bei uns ist es gerade das Geile dran, wir sind 100% anonym. Im BitClub. Es gibt kein Impressum, es gibt keine Firmenadresse. Ja? Es kann keine Bücher reinschauen.
Keiner weiß, wer was ist. Ja, ihr habt Nickname. Ja, wie Jörg sagt, Donald Duck oder Onkel Dagobert oder was weiß ich was. Ja, total wurscht. Es weiß keiner, wer dahinter steckt. Es kann euch keiner was. Und das ist wichtig. Und das schätzen die Investoren. Und dann haben sie auch kein Problem, darüber zu sprechen, weil die wissen, es kann mir keiner was machen. Ja. Okay, das war das Wort zum Sonntag. Eddie, ganz lieben Dank. Das war eine super Info. Ich habe jetzt für euch, liebe Freunde, noch einige wenige Folien und einige Informationen. Genau, Applaus. Vielen lieben Dank. Da habe ich schon gesehen, was passiert ist nach der Geschichte in Petersberg, weil einfach Leute plötzlich den Mut hatten, einfach auch mal über andere Summen zu sprechen. Ich habe mit meinem Freund Antonio hier aus Abu Dhabi, dem habe ich das alles erzählt, was in Petersberg gelaufen ist. 3 Tage später kommt er zu mir und sagt, hör mal, ich habe einen, der mir 100.000 investiert. Da habe ich gesagt, wie das denn? Er sagte, ich habe einfach nur gefragt. Das ist die Geschichte. Die Leute, die fragen relativ wenig. Das, was wir jetzt erleben, übrigens eine Geschichte ist auch wichtig, wenn immer wieder gefragt wird, wie sind die Ergebnisse, wie sind die Mining-Ergebnisse? Leute, wir sind nicht Bitcoin-Mining, wir sind der Bit-Club. Und Bit-Club besteht aktuell, also meine Einkommen liegen aktuell im Clubcoin, in Coinpay-Shares, in Ethereum-Mining, in Zcash-Mining, in Bitcoin-Mining plus aus Provisionen aus meinem Vertrieb. Das sind die verschiedenen Einkommenstöpfe. Und wenn ich jetzt eins da rauslöse und sage, ja, ich will aber jetzt hier nur Bitcoin-Mining, was sind die Ergebnisse? Dann sage ich jetzt so, wenn du im Bitcoin-Mining bist, wir wissen nicht, wie die Entwicklung ist. Wir erwarten gigantisches Wachstum und tolle Ergebnisse. Aber ganz ehrlich, wenn du plötzlich aus dem Töpfchen, den du noch überhaupt nicht auf der Pfanne hast, wenn du plötzlich aus dem Töpfchen Monero oder irgendeinem Coin, den wir alle noch nicht kennen, in den nächsten 3, 4 Jahren plötzlich 10.000% mitmachst, bist du doch nicht böse. Ethereum ist für uns eine ganze Zeit, nachdem es diesen Hardfork gegeben hat und dann diese Trennung zu Ethereum, Ethereum Classic, ist Ethereum für viele Leute quasi tot gewesen. Und plötzlich ist Ethereum wieder ganz weit vorne. Also, wir müssen das gesamte Bit-Club-Konzept sehen. Okay, ich denke, das soll es dann auch gewesen sein dazu. Was ich kurz machen möchte, ist eine Bildschirmübertragung, weil was ich euch zeigen möchte, ist etwas, was wir jetzt vorbereitet haben, respektive nicht wir, sondern das hat unser lieber Frankie aus Mabea gemacht. Frankie, ihr kennt ihn, er organisiert gerade unsere Mabea-Veranstaltung und da gehe ich gerade eben mal hier rein, hier auf unsere Seite www.centurion-club.net. Ja, da bin ich nämlich hier oben in der Hauptseite und hier hat der Frankie uns jetzt auch die Hall of Fame reingeholt. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, wirklich nur noch immer diesen Link centurion-club.net weiterzugeben. Ja, weil sich da alles findet, weil da unsere deutschen Webinare sind, weil die englischen sind, da reden wir gleich drüber, die spanischen, türkisch und so weiter. Hier habt ihr die Informationen, hier habt ihr den Link zum Rekrutierungssystem, hier habt ihr den Link zum Webinar und so weiter. So, und jetzt haben wir hier ganz drin Hall of Fame, ist ganz neu, da wird gerade dran gearbeitet, aber ihr seht, wie sowas aussieht. Ja, wir haben also hier jetzt die Pro-Bilder. So, und dann steht dann immer drin, wer ist das? Wo kommt derjenige her und wann hat er die Position erreicht? Okay, so, und da findet ihr euch dann alle wieder. Und da machen wir für Pro-Bilder, Master-Bilder und Monster-Bilder. Und da hoffe ich, dass hier viele, 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 viele weitere Monster entstehen. Wird das so aufgebaut. Das ist ziemlich Arbeit und ich bin da extrem dankbar, dass der Frankie sich darum kümmert. Und deswegen ganz lieben Dank, Frankie, für deinen Einsatz. Er hat jetzt gerade noch dran gearbeitet, während wir hier gerade gesprochen haben. Also, da gibt es dann noch die Daten, die aufbereitet werden. Und deswegen möchte ich hier gerade, schabupp, ich gehe mal eben wieder hier raus. Sieht gut aus, oder, Eddie? So. Was ihr bitte machen solltet, ist euer Foto, den Namen, der veröffentlicht werden soll, also wenn es jetzt euer Nickname ist, könnt ihr auch den Nickname schicken und wenn es dann, ihr könnt auch ein Foto schicken von eurem Hund von mir aus oder was auch immer oder ein Bitcoin oder so. Wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt nicht mein eigenes Gesicht haben.
Also, das entscheidet ihr bitte selber. Und diese Info schickt ihr bitte an diese Adresse. Hof bedeutet in diesem Fall Hall of Fame at bitclub-fame.com. Okay? Also, da bitte schön. Genau, ja, Timo hat da, glaube ich, auch mitgeholfen. Freue mich, wenn wir uns dann in Marbella mal kennenlernen. Timo, da haben wir jemanden, der auch technisch sehr, sehr fit ist und uns da zur Hand geht. Das ist ja alles so ein bisschen. Ja, danke schön, Adi, ganz genau. Also schickt bitte eure Daten hin und dann können wir das aktualisieren. Das als kleinen Hinweis habe ich auch auf dem Netzwerk schon gezeigt. Die lassen wir gerade produzieren mit Citizen-Laufwerk, Mineralglas, wasserdicht und so weiter. Die wird es geben in braunem Kroko-Band, Echtleder. Und die gibt es in schwarzem Band. Und das ist Edelstahlgehäuse. Das ist also, wir haben da lange hin und her gefummelt, auch dass das Gewicht stimmt und so weiter. Also das ist ein richtig geiler Wecker. Und wasserdicht und so weiter. Also das ist auch ein ganz feines Teil. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht haben wir in Marbella die ersten da. Ich weiß es nicht genau. Ja, nein, exakt so, allerdings mit zwei unterschiedlichen Lederbändern. Ganz kurz nochmal zu Marbella. Weil wir haben da immer noch die eine oder andere Karte. Ja, weil wir tatsächlich da auch ein bisschen frech sind und mit den Leuten da ziemlich böse verhandeln. Weil ich will schon, dass das aus den Nähten bricht. Weil 10 Leute mehr oder weniger macht richtig was aus. Für diejenigen, die relativ neu sind, das ist mir wichtig. Ja, genau, diesen Unisex. Wichtig ist hier, dass wir hier einen Brückenpack haben und dass gerade eure Neuen damit hinkommen. Also der Witz ist ja nicht, es muss ja jetzt nicht jeder unbedingt dahin, der jetzt schon auf dem Power Day da war oder so. Natürlich wollen die alle dahin, was ich auch verstehe, aber gerade unsere Neuen. Weil in Marbella wird der Russ sein, wird der Joe sein. Der Russ, der wird mit Neuigkeiten kommen, da wird uns das Blech wegfliegen. Das wird so abgefahren sein, weil wir da natürlich zum ersten Mal eine Mega-Party feiern werden. Wir haben Freitag, 26.05. haben wir ein Leader-Dinner, entweder im Max Beach oder im Avanto. Das werden wir dann noch klären. Und das ist Abbilder. Also ein weiterer Grund, ja, jetzt die Karte dafür zu bestellen und sich ganz, ganz schnell noch zum Bilder zu qualifizieren. Ja, weil das ist ein ganz exklusiver Rahmen. Da werden dann auch Russ und Joe und alle Top-Führungskräfte dabei sein. Das ist dann schon mal so ein Kennenlernen auf wirklich einem geilen Niveau, wo wir sehr viel Spaß haben werden. Das ist zum Beispiel Max Beach, das ist eine absolut abgefahrene Location. Gibt es einen Sensation Caesar Salad, aber der Blick direkt am Wasser aufs Meer, Sonnenuntergang gucken, ist wirklich begnadet. Samstags haben wir Seminar 13 bis 17 Uhr und samstags abends, das geht in die Geschichte ein, Freunde. Ja, das ist Party in White. Da ist auch gezwungen in Weiß und mit diesem T-Shirt. Wer nicht mit diesem T-Shirt kommt, bezahlt 15 Euro Strafe und diese 15 Euro werden dann gemeinsam auf den Putz hauen. Also, aber wenn du nicht mit Weiß kommst, also Weiß oben und Weiß unten, kommst du gar nicht rein. Nein, Schuhe nicht. Schuhe nicht. Schuhe dürfen rot sein oder pink. Ja, also, ja. Weiß komplett. Mädels, die jetzt sagen, ich will jetzt aber ein weißes Kleid anziehen, das dürfen sie, kostet 15 Euro an der Tageskasse. Okay? Also mit dem T-Shirt weiß-weiß ist kostenfreier Eintritt. Warum? Wir haben Schwarzlicht da drin, wir haben Profi-Videofilmer. Diese Nummer, liebe Freunde, wird ganz, ganz, ganz böse werden. Was die Videos angeht, die gehen hinter um die Welt, glaubt mir. Und ich glaube, wir werden an dem Abend echt, ja, zum Beispiel für den Wet T-Shirt Contest, all solche lustigen Dinge. Ich wette, Eddie wird dann Mrs. Wet T-Shirt. Was in der Richtung haben wir vor? Also, da könnt ihr, das wird begnadet werden. Also, diese Partyfreunde und die Bilder, die wir da machen, die gehen danach um die Welt, glaubt es nicht. Ja, weil ich habe da schon ein Abo, was, das schicke ich dann an die Netco und da werden wir Dinge sehen, da träumt der Führer von. Das habe ich jetzt nicht gesagt, schneiden. So, also, maximal 250, Karte pro Person 109, plus das Leader-Dinner 35. Leader-Dinner, beziehungsweise Leader-Dinner dürft ihr natürlich auch euren Partner mitbringen. Ja, also wenn du Bilder bist und du hast natürlich deine Lebensgefährtin, deine Frau und Freundin, was auch immer, pro Person 35, ja. Beinhaltet Samstag, Sonntag, Seminar, die Private Party mit Sektempfang, also das Avanto haben wir komplett für uns. Ja, also da wird nur total verstrahlte Mitclubber drin sein,
Centurion drüber und das wird die geilste Party ever. Verspreche ich euch. So, also da bitte planen und hier könnt ihr die letzten Karten bestellen. Ja, also wir gehen da wirklich sehr, sehr vorsichtig mit um. Ich überlege mir auch immer sehr, wem gebe ich die Möglichkeit, da hinzukommen, weil ich will schon Leute mit Potenzial da haben. Nicht nur die, die Urlaub machen wollen und die sich leisten können, sondern wirklich die, die an dem Wochenende echt was mitnehmen und danach definitiv den Weg Pro-Bilder, Master-Bilder, Monster-Bilder gehen. Ja, wir wollen ja schon auf einem hohen Niveau eine Führungsgruppe zusammenbauen von Leuten, die echt wissen, warum sie da sind. Okay, also das bitte planen, weil ich glaube, dieses Wochenende werdet ihr im Leben nicht mehr vergessen. Und wenn wir in 3, 4, 5, 10 Jahren irgendwann in der Köln-Arena mit 15.000 Leuten sind, dann denken wir trotzdem dran zurück und werden diese Bilder und Videos zeigen und werden dann sagen, siehst du, Eddie, Mann, damals hast du keine Haare gehabt, jetzt hast du wieder Haare. Alles gemacht mit Geld. So, also, dann habe ich eine Frage, keinen dummen Spruch jetzt, Eddie. So, Abstimmung bezüglich Dienstag-Webinar. Jetzt müssen wir ganz kurz, nichts schreiben, ganz ruhig sein, weil ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht mit meinen Dienstags-Webinaren, weil Dienstag ist ja, Englisch ist für international. Okay? So. Schluss. Ich mach den zu. Ich mach den Schwupp. So. Ich bin nämlich der Herr des Chats. Bitte nicht vergessen, ja, Freunde. So. Also, Dienstag ist Englisch. Und ich gebe mir echt Mühe. Und ich ziehe das jetzt schon seit Monaten durch und mache jeden Dienstag, quatsche ich die ganze Sache in Englisch. Ich habe das Gefühl, ich mache einen Volkshochschulkurs in Englisch für Runaways. Also, Englisch für Fortgeschrittene. So, weil wir haben wirklich so gut wie keine Gäste dabei. Ja? Wir sind extrem gut im deutschsprachigen Bereich vernetzt, aber wir haben dann mal ein, zwei, aber das war's dann auch. Und das sind dann auch schon eingestiegene Berater. Und ganz ehrlich, da ist mir ein bisschen die Zeit zu schade für, weil ich einfach sage, wir haben so eine Masse von Interessenten, speziell im deutschsprachigen Bereich. Und deswegen wollte ich euch um eins bitten und fragen. Wenn ich euch eine Aufzeichnung eines englischen Webinars hochlade, wo ihr immer drauf zugreifen könnt, die ihr englischen Interessenten geben könnt, und dafür übernehme ich dienstags wieder auf Deutsch. Was würdet ihr davon halten? Ja ist gut und nein ist schlecht. Eindeutig abgelehnt, durchgeführt, angenommen, super, okay, perfekt, super, danke, also, vielleicht, um euch zu sagen, wie sehr ich euch kenne, ich habe das Webinar schon hochgeladen, beziehungsweise der Frankie, der hat es schon, und er lädt es hoch auf die Centurio-Club.net, das wird in Kürze da stehen, vielleicht sagt Frankie ganz kurz, wann wir damit rechnen können, wann es oben ist. Frankie, jetzt keiner schreiben, nur Frankie. Schreiben, Schluss, böse, böse. Böse, böse, nicht schreiben, Frankie. Frankie aus Marbella wird uns jetzt schreiben, wann das Webinar oben ist, da schreibt Don Frank, guck, das ist, und wie brav ihr alle nicht schreibt, ich liebe euch dafür. Heute noch, Don Frankie, you are against the greatest. So, also, sehr, sehr geil, dann legen wir das hoch und Dienstag spricht der Papi das Ding auf Deutsch. Ich habe eine kleine Herausforderung in dieser Woche mit meiner Internetverbindung, weil die machen mir Dienstag oder Mittwoch, machen die mir meine Hauptleitung hier kaputt. Haben mir aber versprochen, ich kriege so eine Box, wo ich so ähnlich, was du jetzt hast, Eddie. Ich weiß nur nicht, wie das hier funktioniert, damit ich also Mittwoch und Donnerstag sprechen kann. Weiß es nicht genau. Ich werde es aber irgendwie hinkriegen, hoffentlich. Vielleicht ohne Bild, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Okay, also, ansonsten machen wir jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, macht der Papi Deutsch. Donnerstag machen auch die Spanier natürlich das spanische Webinar und am Donnerstag. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns darauf, einfach mal unseren Traum umzusetzen. Das, was wir erlebt haben gerade, ist, dass unsere Gruppe, der Centurion Club, gerade richtig, richtig Alarm macht. Ich glaube, dass wir etwa 30% des Firmenumsatzes gemacht haben, vielleicht 25. Also ich glaube, dass wir uns von einer nicht vorhandenen Gruppe innerhalb von einem Jahr ganz, ganz, ganz nach vorne geschossen haben. Die nehmen uns richtig wahr.
Ja, dem Russ habe ich mal einen Screenshot von meinen übercycelten Plätzchen geschickt, hat er zurückgeschrieben, lol, und dann, I owe you a dinner. Ja, also er schuldet mir ein Dinner, habe ich gesagt, yes, for a year, every day. Ja, okay, aber wir haben natürlich Spaß ohne Ende. Genau, 50% von der Gesamtfirma darzustellen, halte ich für extrem sexy. Russ freut sich wie kein Zweiter, nach Marbella zu kommen. Und da wir so geschwärmt haben davon und gesagt haben, hey, Marbella ist geil, 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 sagt er, vielleicht kaufe ich mir da auch ein Haus. Gucken wir mal, müssen wir gut mit ihm reden, dass er da Spaß dran findet. Das Ding wird in die Geschichte eingehen, Freunde. Und das, was wir hier gerade erleben, guckt euch einfach die Zahlen an, was bei Ethereum passiert, was bei unseren Investoren passiert, wo natürlich auch viele, die mit viel Geld schon in Bitcoin-Mining sind, die plötzlich mal für 30, 40, 50.000 jetzt auch Ethereum-Anteile oder GPU-Anteile gekauft haben. Die Ergebnisse, die wir hier jetzt erleben werden innerhalb der nächsten Monate und Jahre, ich lasse zum Beispiel extra meine Ethereum, lasse ich drin im Backoffice, um es auch beweisen zu können, um zeigen zu können, was dabei rauskommt. Ja, ich habe jetzt insgesamt, habe ich jetzt 90 oder 95 Anteile, die ich da drin habe. Warum habe ich das gemacht? Ich will es beweisen. Ich will den Leuten zeigen, ich kriege mir 10.000 im Monat. Und wenn du das mal einem Investor zeigst und kannst es mal belegen über 12 Monate, Leute, glaub mir, wir reißen den Planeten damit ein, mit dem, was wir hier gerade machen. Weil Erfolg ersetzt alle Argumente. Da gibt es keine zwei Meinungen. Es geht immer darum. Es geht immer um exakt das hier. Erfolg ersetzt alle Argumente. Und deswegen, die Netzwerke dieser Welt, ich habe heute einen alten Freund von mir angetickert, der in so einer anderen Kryptofirma war, die jetzt schon wieder den Namen gewechselt hat und alles. Und ich habe den gefragt, Jörgi, wie blöd muss man sein? Wie blöd muss man sein, Menschen um ihr Hab und Gut zu prellen und sich selber seine Kontakte auf ewig zu verbrennen? Hör auf mit der Scheiße, komm jetzt endlich zum BitClub. Komm zu uns, wir sind seriös, wir sind langfristig. Wenn die ganzen anderen Läden ihren Hype verloren haben und schon lange wieder vom Markt sind, fangen wir erst an, richtig aufzugehen. Und das ist es. Das, was der BitClub als Basis hat, nämlich Rechnerleistung aufbauen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit uns, ist unbezahlbar. Es ist das beste Investment auf Gottes Erdboden. Und deswegen nutzt die Chance, den Menschen, die ihr liebt, den Menschen, die ihr mögt, die Menschen, die euch vertrauen, einen kleinen Anteil an dieser riesen, gewaltigen Bewegung geben zu können. Und ich halte es für meine verdammte Pflicht. Leute, ich habe 30 Jahre Network Marketing hinter mir. Ich habe was für Produkte verkauft. Produkte, wo du dich nicht immer zu 100% mit identifizieren konntest, aber du hast es gemacht, weil es dein Job ist. Hier sehe ich die totale Erfüllung, weil ich weiß, dass wir den Menschen helfen, finanzielle Absicherung, tatsächlich finanzielle Absicherung im Alter, wo Menschen in Deutschland verlassen müssen, weil sie es nicht mehr schaffen, mit ihrer minimalen Rente, die sich auf Sozialhilfeniveau bewegt, tatsächlich noch leben zu können. Die abhauen müssen nach Rumänien, die nach Ungarn abhauen, die nach Philippinen abhauen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber wo die wirklich sagen, ich kann einfach nicht mehr mit dem leben, was der Staat mir bezahlt. So, und solchen Menschen die Möglichkeit geben, einfach mal zum richtigen Zeitpunkt ein bisschen was zu dir, ein bisschen was an uns zu glauben und in dem Moment tatsächlich dann auch sagen zu können, ich habe auch meine Lebensabend abgesichert. Und das ist was, was keine Riester-Rente der Welt oder was auch immer da für Verbrechersysteme auf den Markt kommen, um uns Bürger abzuzocken. Das ist unsere verdammte Pflicht, den Menschen da draußen zu zeigen. Und wenn ihr auf dem Wege Millionäre oder Multimillionäre werdet, dann sehe ich da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Weil wir sind die Ersten, die gemerkt haben, was in diesem Bereich draußen passiert. Wir sind die Missionare in dieser Szene. Aber ihr werdet alle, die ihr jetzt nach Abea kommt, ihr werdet irgendwann, werdet ihr euch sehen auf einem Riesenscreen, 10 mal 20 Meter, und dahinter euch sitzen 15.000 total verstrahlte Centurions, die diesen Film sehen, wo ihr euch damals irgendwann mit dem Eddie Nutz, mit dem Musti, mit dem Jan und mit der Katharina und mit all den anderen mit Champagner in der Ecke gelegen habt und gesagt habt, geil, dass wir diese Firma gefunden haben. Lasst uns einfach nicht den Planeten umkrempeln. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Alles Liebe, euer Jörg. Tschüss. Ciao mit euch. Ciao Eddie, danke dir für alles, mein Freund. Ich danke dir. Wir machen ein bisschen Mucke.
Sehr gut. Sekunde. Das machen wir aus.